Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Video habe ich euch ja erzählt, wie ich so angefangen habe, was ich für kleine Projekte gemacht habe und auch gezeigt, dass mein Drucker schon wieder fleißig an der Arbeit ist und dieses Projekt wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet und nehme euch jetzt mit, wie ich das zusammenbaue und was daraus wird. Ob das so funktioniert, kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Ich habe es selbst, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Aber wir probieren das jetzt mal gemeinsam aus, okay?
So, ihr durftet mir jetzt bei der Arbeit zusehen. Ich habe es zusammengebaut. Allerdings beim ersten Testlauf habe ich festgestellt, der Motor, der da drin ist, also man sieht es hier jetzt, so ein kleiner ist das nur, der hat leider nicht die ausreichende Kraft dafür, das ganze Herz zu drehen. Das ist schon echt, also wenn man es mal schaut, ich nehme es mal hier runter und drehe es analog. Es ist schon echt schwerfällig. Das schafft so ein kleiner Motor nicht. Das war mir vorher nicht bewusst. Es stand auch so nicht in der Anleitung drin. Muss ich mal schauen, was ich mir da überlege, damit ich das noch richtig zum Laufen bekomme. Aber erstmal würde ich sagen, sieht richtig süß aus. Also eigentlich schon alleine zum nur so dahinstellen, ist es schon eigentlich recht süß. Naja, mal schauen. Es war jetzt halt nicht ganz so das, was ich erwartet habe, aber ein Versuch war es wert, oder? Ja, und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt von mir, dann lasst mir bitte ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon wieder.